Hallo, hier ist Anemone. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich höre mich ein bisschen verschnupft noch an. Heute malen wir zusammen einen Stein mit einem Lavendelsträußchen. Was habe ich da für Farben benutzt? Ich habe benutzt Titanweiß, Ultramarinblau, Saftgrün, Magenta und Cyanblau. Als Pinsel habe ich nur diesen 05er Da Vinci Pinsel benutzt. Der ist sehr dünn, hat nur ein paar Haare. Als Schutzschicht am Ende benutze ich den Glanzlack von Liquitex und zum Auftragen einen weichen alten Pinsel. Lass uns anfangen. Die Lavendelstiele habe ich auf dem Stein grob mit einem Kreidestift vorgezeichnet. Mit einem 5-0er Pinsel zeichne ich jetzt die weißen Linien ein. Das mache ich, damit die Farben später kräftig leuchten. Das Weiß, was ich hier benutze, ist Titanweiß. Bevor ich einen Stein bemale, bürste ich ihn mit einer Handbürste unter klarem Wasser ab. Auch die einzelnen Blüten von dem Lavendel grundiere ich mit Weiß vor. Ist die Grundierung fertig, entferne ich mit einem feuchten Pinsel die Kreidereste. Das Grün der Stiele mische ich aus Saftgrün und aus Cyanblau. Zunächst erstmal mehr oder weniger nur Saftgrün und für die dunkleren Stellen und für die Schatten mische ich in das Grün noch das Cyanblau. Die Lavendelblüten
male ich mit einer Mischung aus Ultramarinblau, Magenta und Titanweiß. Ich beginne mit einer dunklen Violettmischung für die unteren Teile der Blüten. Ein paar Stiele habe ich vergessen, grün zu malen, das korrigiere ich jetzt eben. Während das dunkle Violett trocknet, nutze ich eine Mischung aus Titanweiß und gebrannt Umber,
um das Bändchen einzumalen. Ich helle meine Violettmischung kräftig mit Weiß auf und male die freien Ränder der Blüten. Dabei variiere ich zu bläulicherem Violett und zu roterem Violett. Mit dem Glanzlack von Liquitex versiegle ich den Stein mit 2 bis 3 Schichten. So bekommt er einen schönen Glanz und fühlt sich toll in der Hand an.
Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr Wünsche habt, was ich noch malen könnte, dann schreibt es in die Kommentare unter dem Video. Gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Ciao!